Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, in dem ich einen Kollegen interviewe. Heute spreche ich mit dem Leiter unserer Prognosewerkstatt über das Thema Kundensegmentierung. Erstmal hallo Stefan, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Vielen Dank auch. Hallo, Theresa. Stefan, Kundensegmentierung. Was kann ich mir denn darunter vorstellen unter diesem Begriff? Unter Kundensegmentierung versteht man die Zerlegung des Kundenstamms, der in der Regel inhomogen ist, in homogene Untergruppen, sogenannte Segmente. Dabei versucht man, einander ähnliche Personen anhand von charakteristischen Merkmalen zu identifizieren. Ja, beispielsweise über das Alter oder über das Geschlecht, wenn das denn zielführend ist. Die Auswahl der Merkmale richtet sich natürlich auch eben nach dem Ziel der Segmentierung. Möchte ich beispielsweise herausfinden, welche Kunden in meinem Kundenstamm kurz vor der Abwanderung stehen oder welche Kunden für ein neues Produkt sich eignen würden zum Verkaufen, dann sind die Merkmale, vermute ich, verschieden, die angewendet werden und die zum Einsatz kommen. Stefan, was sind denn die konkreten Vorteile, wenn ich bei mir im Unternehmen Kundensegmentierung anwende? Genau. Typischerweise ist die Fragestellung natürlich, welches meiner Produkte eignet sich am besten für welchen meiner Kunden. Die Kundensegmentierung gibt genau darauf eben Antwort. Man bekommt einen Überblick über seinen eigenen Kundenstamm und welche spezifischen Kundengruppen es darin gibt. Oder auch natürlich die Frage nach, welche Kunden sind besonders wertvoll. Diesen Kunden möchte ich natürlich dann eher mal Marketingaktionen angedeihen lassen als Kunden, von denen ohnehin von vornherein im Prinzip feststeht, dass diese Kunden sehr wahrscheinlich nicht mehr bei mir einkaufen werden. Ja. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass ich dadurch, dass ich jetzt meine Kunden besser kenne, Marketingaktionen viel präziser steuern kann und damit auch letzten Endes individualisierter, persönlicher gestalten kann. Beispielsweise ist es womöglich so, dass bei der Kundensegmentierung herauskommt, dass es eine Gruppe gibt, die affiner ist, per E-Mail angesprochen zu werden, und eine andere Gruppe ist besser oder da eignet sich besser, die per Telefon anzusprechen. Dadurch werden natürlich, das ist ein einhergehender Vorteil, die Marketingaktionen viel effizienter, und ich kann dadurch natürlich dann auch die Kosten senken, indem ich erstens die ganzen Aktionen viel mehr automatisiere, in einen automatisierten Prozess hineinkippe. Ja, und zum zweiten Kosten spare, indem ich andere Kunden oder weniger wertvolle Kunden einfach nicht mehr anspreche und nicht das Gießkannenprinzip verwende. Soweit zu den Vorteilen. Ja, das heißt, ich kann einerseits die Erfolgschancen meiner Marketingmaßnahmen steigern und zum Zweiten auch meine Kosten senken. Ganz genau. Wenn ich nun als Unternehmen oder als Interessent zu dir komme und Kundensegmentierung bei mir im Unternehmen anwenden möchte, weil ich beispielsweise geeignete Marketinginstrumente finden möchte, wie könnte denn so etwas ablaufen? Ja, typischerweise geht man am Anfang erstmal heran und definiert sich das Ziel der Segmentierung. Beispielsweise, wie vorhin schon gesagt, geht es um eine Kundenabwanderungsrate oder Kundenabwanderung, die ich nachvollziehen möchte oder der ich entgegenwirken möchte. Danach muss ich natürlich entsprechende Merkmale festlegen in einem zweiten Schritt, die sich eben für die Abgrenzung der gewünschten Zielgruppen eignen. In dem dritten Schritt ist es womöglich notwendig, erstmal die entsprechenden Daten zu sammeln, die zu den Merkmalen gehören. Vielleicht stellt sich ja heraus, dass ich wissen muss, wann meine Kunden geboren sind, wie alt die sind. Und das ist eine Information, die ich noch gar nicht habe. Also müsste ich irgendwo in meinem Verkaufsprozess diese Informationen mit sammeln. In dem nächsten Schritt ist es dann so,
dass diese Merkmale, die ich habe, natürlich in der Regel mehrdimensional sind. Es wird in der Regel nicht so sein, dass ich ein Modell kreieren kann, ein mathematisches Modell, was nur auf einem einzigen Merkmal basiert, beispielsweise dem Alter. Es ist ein Zusammenspiel von vielen Merkmalen. Und dafür eignet sich dann natürlich künstliche Intelligenz, Schrägstrich maschinelles Lernen am besten, um darin dann die Kundensegmentierung oder die einzelnen Segmente zu finden. Das funktioniert dann natürlich mittels Clustering in der Regel, wie man da herangeht. Danach wird der Algorithmus mir meine Gruppen, meine Segmente, die er gefunden hat, ausspucken. Jetzt geht es natürlich für mich darum, zu identifizieren, wie man diese Gruppen, die da jetzt herausgekommen sind, beschreiben kann. Also so eine Art Referenzperson für jede Gruppe zu erstellen. Beispielsweise Gruppe A ist eine Referenzperson Mitte 30, männlich und hat Vorlieben für Videospiele beispielsweise. Und bei der Gruppe B könnte das jetzt ein 60-Jähriger sein, der primär Bücher lesen möchte. Einfach nur um Beispiele zu nennen. Ja. Und zum Schluss ist es natürlich noch so, dass ich das Ganze ständig beobachten muss. Die Modelle müssen ständig gemonitort werden, denn es kann natürlich sein, vollkommen logisch, dass die Kunden zwischen den einzelnen Segmenten mit der Zeit wandern. Beispielsweise kann es natürlich sein, dass ein Kunde, der früher ein typisches Single-Portfolio an Produkten hatte, beispielsweise Videospiele und Alkohol, sich auf einmal mit der Zeit wandelt und viel mehr Spielzeug und Windeln kauft. Ja, dann wird er für mich natürlich in eine andere Gruppe fließen und damit muss ich den vermutlich anders ansprechen. Auch über Bilder emotional anders ansprechen können. Ja, das ist dann letzten Endes der Prozess, der implementiert werden muss. Aber wahrscheinlich, umso so unterschiedlich ja auch die verschiedenen Kundengruppen sind, so unterschiedlich sind ja auch die Unternehmen, auf die ihr dann trefft. Und da wird man wahrscheinlich auch immer individuell auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen eingehen. Ganz genau, so ist das. Sehr schön. Stefan, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit heute und die vielen Infos, die du uns heute mitgegeben hast. Ich danke dir auch.